Herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Lukas aus dem Team Thomas Loch. Und in dem heutigen YouTube-Video möchte ich dir gerne eine weitere Übung nach einer Radiusköpfchenfraktur mitgeben, die du in deinen Plan einbauen kannst, damit du die Schmerzen wieder reduzierst und die volle Leistungsfähigkeit deines Ellbogens wiederherstellen kannst. Und vor allem das Wichtigste, dass du wieder die komplette Bewegung hinkriegst. Weil das ist das, was ja leider beim Ellbogen am schnellsten passiert, die Bewegungseinschränkungen, wenn du zu lange nichts machst. Haben wir aus erfahrungsmäßig immer schon wieder alles hier gehabt. Also wir haben leider auch Leute, die zu lange den Gips gehabt haben, zu lange nichts gemacht haben und dann halt hier, das ist die volle Streckung dann im Ellbogen und das wollen wir natürlich verhindern. Und wenn du hier diese Übungen machst, die auf dem Kanal gepostet werden, wenn du dir die Online-Radiuskopffraktur, den Masterplan machst oder mit uns zusammenarbeitest, dann werden wir das auf jeden Fall gemeinsam hinkriegen, weil doch der Radiuskopfbruch der häufigste Bruch ist, den man ja, am Ellbogen bekommt und da dann doch viele Anfragen in der Hinsicht kommen. Gut, was machen wir heute? Du brauchst heute eine Kurzhantel, einen Tube, einen Seilzug, das was du hast. Also du kennst ja, habe ich ja bereits schon öfters erwähnt, wenn du das Video schaust, meistens sind es ja nicht neue Zuschauer, meistens sind ja doch ältere dann dabei, wenn wir es immer in den Statistiken anschauen. Dennoch sage ich es immer dazu, du brauchst heute eine Kurzhantel, würde ich mal sagen, das ist so das Gebräuchlichste, was man zu Hause hat, oder ein Widerstandsband, das geht natürlich auch. Ein Seilzug haben jetzt vielleicht eher die Profis, die Fortgeschrittlichen, aber wenn du es hast, wunderbar, wenn nicht, auch kein Problem, hol dir eine Kurzhantel oder ein Widerstandsband. Ja, Kurzhantel gibt es auf Amazon genug, ne? Also wenn du da ein bisschen investierst, dann hast du auch gutes Zeug. Ein Widerstandsband kriegst du ja gefühlt schon ab 20 Euro. Also das, daran soll es ja nicht scheitern. Ich meine, es geht ja immerhin um deinen Ellbogen und die komplette Gesundheit deines Ellbogens. Und wenn dir die, ja, ich sag mal, keine 20 Euro wert ist, dann bist du, glaube ich, eh schon falsch hier auf dem Kanal. Genau. So, was wir machen, wird eine Übung sein, die du sowohl als Anfänger machen kannst, aber auch schon als Fortgeschrittener. Aber bevor du wieder die Übung machst, ich sag's ja in jedem Video dazu, schau, dass du das Ganze vorher abklärst, kurz mit deinem Arzt, mit deinem Therapeuten, weil doch jeder Bruch individuell ist, jeder muss ein bisschen anders angegangen werden, jeder hat eine ganz andere Historie des Bruchs und dass dann nichts schlimmer gemacht wird durch eine gewisse Neuübung oder sowas, klär das Ganze einfach nochmal kurz ab. Auch weil immer wieder die Frage doch kommt, viele schaffen beispielsweise manche Übungen noch gar nicht und das ist auch überhaupt kein Problem. Deswegen haben wir jetzt schon über 60 Videos hier auf diesem Kanal. Da haben wir für alle möglichen Schwierigkeitsgrade, haben wir auch was dabei. Also es gibt wirklich Anfängerübungen, die sind auch meistens dann so betitelt. Also kannst du gerne mal durch die Playlist durchschauen und mach auch die Übungen so weit, wie du sie kannst. Also wenn du jetzt beispielsweise den Arm noch nicht komplett drehen kannst, was ja bei den meisten passiert, vor allem nach einem Bruch im Radiusköpfchen, dass halt vor allem diese Drehung, diese Supination ein bisschen eingeschränkt ist, dann versuch's halt immer so weit wie möglich. Aber schau, dass du immer da doch an der Grenze bist und an der Grenze arbeitest. Es darf da ein bisschen zwicken, es darf da ein bisschen ziehen, das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber klär das Ganze nochmal kurz vorher ab. Und wenn dein Arzt sagt, jo, passt, kannst du machen, und dein Therapeut sagt, ja wunderbar, Bewegung trainieren, machen, sehr gut, weil da hängt es auch ein bisschen immer davon ab, wie lange ist der Bruch her, wie ist deine Vorgeschichte, wie ist der Bruch passiert, was für eine Art von Bruch hast du, wie ist der Bruch hergegangen, wie war die Therapie, hast du da sozusagen eine Schiene benutzt, Punkt, 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 da gibt es ja ganz, ganz viele individuelle Ansichtspunkte, die man da beachten muss, deswegen klär das Ganze nochmal vorher ab. Aber wichtig, mach auf jeden Fall was, also egal was für eine Art von Bruch du hast, eine Bewegung musst du einbauen, damit du die volle Bewegungsfähigkeit deines Ellbogens wiederherstellst. Wunderbar, gut. So, viel dazu. Wenn du eine Kurzhantel hast, wunderbar. Wenn du einen Tube hast, kannst du die Bewegung ähnlich machen. Beim Seilzug muss man dann nochmal ein bisschen anders rangehen. Da musst du die Höhe des Seilzugs ein bisschen einstellen, weil wir werden ein Kurzhantelrudern machen. Ich habe ja schon mal so eine Art Video gemacht zum Kurzhantelrudern, da habe ich beide benutzt, das werden wir dieses Mal wieder machen, weil wir ja nicht nur eine Seite trainieren wollen, die andere Seite nicht trainieren wollen, das heißt, wir machen beide gleichzeitig. Bedeutet, wir haben letztes Mal diese hier gemacht, leichte Frontlage und dann in einer, ich sag mal mit der Handrückseite nach vorne gezeigten Ruderposition, das ist für die Anfänger, weil die meistens ja noch nicht so wirklich drehen können. Heute wird es eine Kurzhantel-Ruderübung mit einer leichten Drehung schon sein. Das heißt, es gibt ja dieses klassische Rudern, also man hat ja drei Varianten. Wir können es hier vorne machen, aber wir machen heute mal die seitliche. Warum machen wir die seitliche? Weil wir in der seitlichen nochmal eine deutlichere Bewegung mehr im Ellbogen haben und das ist ja für die Heilung und für die komplette Herstellung der Bewegung essentiell.
Das heißt, man muss wirklich immer versuchen, wieder komplett die ganzen Strukturen drehen zu können. Und so fangen wir auch an. Also, letztes Mal haben wir die hier gemacht. Da habe ich wirklich gesagt, macht mal so 20, 30 Wiederholungen in dem Bereich. Dieses Mal werden wir es hier seitlich machen. Das heißt, du hast eine schöne Frontlage wieder drin. Schau, dass der Rücken gerade bleibt. Kannst auch ganz leicht in die Knie gehen. Sowas ist Überstreckung der Knie. Das wollen wir nicht. Das ist auf Dauer, kriegen wir Knieschaden, braucht man nicht. Heißt, wir machen eine leichte Frontlage, Knie angewinkelt. Und jetzt zieht ihr mal von vorne so Richtung Hüfte. Also nicht hier oben ziehen, das wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht so nach hinten. Wir machen keinen Skifahrer und auch keine Kickbacks im Trizeps, sondern wir ziehen nach hinten. Ich sage doch immer gerne die Rasenmäher-Anmachübung, so kann man sich's merken. Schön gerade bleiben vom Rücken und dann wirklich mal nach hinten Richtung Leiste ziehen. Da machen wir mal ein paar Wiederholungen. Gerne auch, was ja man machen kann, und da sage ich immer dazu, wunderbar, ein bisschen Variation reinbauen. Ja, also man kann jetzt dann doch vorne nochmal so ziehen, wieder ein bisschen reindrehen, dann ganz nach vorne. Wenn man es schafft, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr in die Supination reingehen, wieder zurückdrehen und wieder so. Ja, auch gerne mal vielleicht ein bisschen so ziehen. Also so, dass man wirklich den Ellenbogen doch in jeglicher Art und Weise mal benutzt. Und auch sozusagen die komplette Drehung im Ellenbogen. Ich sag's euch so, wie es ist. Üben und gleichzeitig reden, das ist auf Dauer, geht es schon ein bisschen auf die Pumpe. So, dann legen wir es mal kurz weg. Also, die Übung. Super Übung, wenn du noch ein bisschen am Anfang stehst. Also wenn du sagst, du kannst beispielsweise Bizeps Curls mit kompletter Drehung im Unterarm, geht noch nicht. Ja, fang halt mit sowas an. Also du trainierst ja da in jeder Hinsicht auch die anderen Muskeln. Und wichtig ist, dass du was machst. Ich weiß, da ist natürlich ein bisschen vom Kopf bei manchen, scheitert es da so ein bisschen, dass sie ein bisschen Angst haben, was zu tun, dass sie da ein bisschen zögerlich sind, ist ja auch vollkommen verständlich. Immerhin hat man sich das Ding ja auch gebrochen. Meistens beim Fahrradunfall oder gestürzt, einfach beim Laufen, Joggen, auf die halb ausgestreckte Hand hin, und dann schiebt es dir halt das Radiusköpfchen gegen den Oberarmknochen. Und das ist natürlich eine Fraktur, die ist blöd, weil der Ellenbogen, der ist ja eigentlich immer dabei, den brauchst du gefühlt für alles. Aber auch mit den Videos, die wir jetzt hier machen, möchten wir euch ja so ein bisschen Mut geben, ein bisschen zeigen, hey, das funktioniert, ihr müsst was tun, bleibt da dran, macht's Attacke, weil sonst funktioniert es nicht. Ihr müsst da wirklich regelmäßig, kontinuierlich dranbleiben. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, über 60 Übungsvideos, also der Übungspool, an dem scheitert es beispielsweise schon mal nicht. Und jetzt ist sozusagen das Umsetzen deinerseits gefragt. Also du musst das machen, gib da Attacke, gib da voll deine Aufmerksamkeit hin, weil die meisten müssen klar nebenbei noch arbeiten und sowas, aber du musst da täglich was tun, extremst wichtig. Geh da bis an die Grenze, du musst deinem Ellenbogen wieder zeigen, hey, das ist die ursprüngliche Art und Weise, wie du ihn benutzt. Also dieses Überstrecken, diese komplette Drehung, diese Innen- und Auswärtsdrehung, das muss der Ellenbogen beherrschen, das musst du ihm wieder zeigen, weil das Gelenk, das versteift ja aus einem gewissen Grund, weil da wirklich die Heilung dann in Gang gesetzt wird. Und wenn das Gelenk sich zu bewegt, das ist vom Körper ziemlich cool, weil der steift das ja so oder schränkt die Beweglichkeit natürlich ein, damit er besser heilen kann, weil die Strukturen schon geschädigt sind, und solche Überstreckungen ist ja meistens immer so ein bisschen ein Engpass im Gelenk, und das mag das Gelenk überhaupt nicht, ist eigentlich eine Schutzstellung, dass es sich nicht noch mehr verletzt. Aber wenn die Heilung schon gewiss fortgeschritten ist, musst du deinem Ellenbogen wieder zeigen, hey, pass auf, das musst du eigentlich können. Und da musst du wirklich hin, und da arbeite mit deinem Therapeuten, mit deinem Arzt zusammen. Wenn du einen Trainer schon hast, der sich damit auskennt, wunderbar, dann arbeite gerne mit dem auch zusammen. Und wenn du aber da Hilfe brauchst oder sagst, hey, du kommst nicht weiter, du hast da Angst, das muss sich jemand mal angucken, überhaupt kein Problem, hast du zwei Möglichkeiten bei uns. Entweder du kaufst dir den Online-Radius-Kopf-Fraktur-Masterplan, kompletter Videokurs vom Thomas, haben wir uns wirklich viel Zeit gegeben, von der Therapie, mit dem Training, alles drum und dran, was du machen musst, damit du wirklich wieder die ganze Bewegung hinkriegst. Auch dort nochmal mit zusätzlich über 80 Übungsvideos vom Tube bis Seilzug, auch mit der Kurzhantel noch zusätzlich. Also ein richtig, richtig cooles Produkt, haben wir viel Herzensblut reingesteckt. Also empfiehlt sich, das wirklich mitzumachen auf dem Weg. Und wenn du da aber trotzdem nicht weiterkommst, sagst, hey, das ist super, du machst es schon, aber willst dann doch noch vielleicht mal ein individuelles Auge draufschmeißen, kannst du gerne mit uns auch noch einen Termin ausmachen. Wir schauen uns das gemeinsam an. Wir finden da die individuelle Lösung für dich. Gehen nochmal die ganzen anderen Aspekte auch noch drum und dran an, also von Ernährung auch noch zusätzlich.
und dann kann auf jeden Fall nichts mehr schief gehen. Mach Attacke, gib Gas, bleib dran und wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich gerne wissen mit einem Like, dann wissen wir, okay, wir tun den Job gut. Fragen, Anregungen zu den Videos, auch vielleicht Dankesagungen, dann einfach in die Kommentare, weil das lesen ja nicht nur wir, sondern auch andere Leute, die vielleicht das Problem haben. Und wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Wie gesagt, das Q&A, das, was ich mir schon aufgeschrieben habe, das kommt auch noch. Da, wo die ganzen Fragen, die in den Kommentaren gestellt wurden, die werde ich alle beantworten dann. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn du es hier bis hier zugesehen hast, dann freut es mich. Abonniere gerne unseren Kanal, wenn du mehr von solchen Videos sehen möchtest. Aktiviere gerne die Glocke. Schau oben in die Infobox rein. Da findest du die ganze Playlist und alles, was dein Herz begehrt zum Thema Radiuskopf. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, dein Lukas.